Dem früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker wird der Ausspruch zugeschrieben, die Parteien hätten sich den Staat zur Beute gemacht. Tatsächlich wird Deutschland von einer Parteienoligarchie beherrscht, die alle staatlichen und staatsnahen Einrichtungen unter ihrer Kontrolle hat, den Staat zum eigenen Vorteil nach Kräften ausnutzt und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln darüber wacht, dass ihre Pfründen nicht etwa durch das Aufkommen einer Konkurrenzpartei gefährdet werden. In krassester Deutlichkeit bestätigte sich diese Tatsache bei den letzten Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus in dem sogenannten Berliner Konsens, einer Erklärung, in der sich 6 Parteien in demagogischer Abgrenzung von der sie gefährdenden AfD sich selbst bescheinigten, als einzige die Bewahrung einer demokratischen Staatsordnung zu garantieren. Kurioserweise unter Beteiligung der Partei der Linken, die früher einmal SED hieß und nach dem glücklichen Ende des Dritten Reiches 40 Jahre lang ein zweites totalitäres Zwangssystem auf deutschem Boden, genannt DDR, angeführt hatte. Auf Bundesebene hat die Parteienoligarchie geradezu zu einem DDR-ähnlichen Blockparteiensystem geführt, in dem wesentliche Grundsatzentscheidungen nicht mehr im Parlament kontrovers diskutiert, sondern in Hinterzimmergesprächen von Parteiführern ausgehandelt werden. Auf allen heute für unsere Gesellschaft wichtigen Politikfeldern gibt es faktisch keine Opposition. Und der Bundestag verkümmert zu einer Akklamationsmaschine, ähnlich der Volkskammer der DDR. Ideologisch und publizistisch abgesichert wird die Herrschaft des Kartells der Altparteien durch die Gesinnungs- und Sprachregelungsvorgaben der sogenannten politischen Korrektheit und eine weithin regierungsfromme, konformistische Linie der führenden Presseorgane und der zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Funk- und Fernsehanstalten. Eine besonders aggressive und für politisch Andersdenkende nicht ungefährliche Ausgeburt dieser politischen Korrektheit ist der mit staatlichen Finanzmitteln großzügig geförderte sogenannte Kampf gegen Rechts, mit dem eine Vorherrschaft linksgrüner Ideologie auf Dauer gesichert und ihr widersprechende freiheitliche, bürgerlich-konservative Positionen unter Extremismusverdacht gestellt und so mundtot gemacht werden sollen. Allen diesen unsere demokratische Staats- und Lebensordnung bedrohenden Begleiterscheinungen einer kartellmäßigen Parteienherrschaft will die AfD durch Wiederherstellung der Volkssouveränität entschieden entgegentreten. Vor allem durch Einführung von Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild, aber auch durch Rückführung der üppigen staatlichen Parteienfinanzierung, durch Verhinderung von Ämterpatronage und Parteibuchwirtschaft, durch ein Verbot der Firmenbeteiligung von Parteien, vor allem von Medienbeteiligungen wie bei der SPD, die ja bekanntlich nicht nur eine Partei, sondern zugleich eine Medienholding ist. Schließlich durch eine Begrenzung der Amtszeit von Berufspolitikern. In diesem Sinne repräsentiert unsere Partei, die AfD, die einzige tatsächliche Opposition in Deutschland.